Ja, dann gibt es natürlich die Clusterbildung im Winter. Das ist ganz ähnlich. Das machen ganz viele andere Tiere auch. Zum Beispiel, also alle Tiere, die klein genug sind, dass ihr Oberflächenvolumenverhältnis sehr schlecht ist, die also sehr viel Energie nach außen verlieren, müssen sich quasi schon fast zum Superorganismus zusammentun. Zum Beispiel Wintergoldhähnchen und auch Sommergoldhähnchen. Wenn es nachts unter 10 Grad abkühlt, dann legen die sich auch in eine Traube zusammen. Das heißt, eine Traube ist nichts Besonderes. Eine Traube ist einfach nur die mathematisch optimale Form einer Kugel mit einem guten Oberflächenvolumenverhältnis, wo viele zusammenheizen und jeder darf mal in der Mitte sein, sozusagen. Ne? Das ist einer der höchsten Energieverbraucher. Ne? Insbesondere fürs Fliegen brauchen die das und in der Energiebilanz. Ein starkes Bienenvolk kann im Sommer bis zu 300 Kilogramm Honig produzieren, der als Brennstoff für die Wärmeerzeugung dient. Und in einer Saison können ca. 2 Millionen Kilojoule verheizt werden. Das könnte, also das ist in etwa 2/3 des Energieaufwandes. Also der Investition und der Überlebensvorteil ist ein herausragendes Kriterium der Bienen, aber das muss wohl ausgewogen sein. Die Behausung der westlichen Honigbiene ist im häufigsten Fall die Baumhöhle. Allerdings war der Mensch, als er die Bienen kultiviert hat, auf Komfort aus. Das heißt, er wollte leicht mit ihnen umgehen können, wollte aber gleichzeitig auch sie erhalten natürlich. Also er ist gerade so gut zu ihnen gewesen, dass er sie in der Zahl hat halten können. Wollten sie in der Regel natürlich auch den Honig gewinnen. Das heißt, das ist auch wiederum so eine Bilanz. Was investiert die Imkerschaft sozusagen in die Behausung der Bienen? Das kostet Geld. Berufsimker müssen Geld verdienen, das ist schon klar. Und wenn die jetzt 200 Bienenbeuten haben und auf einmal kommt einer daher und sagt, ja, ihr müsst jetzt da folgende thermische Eingriffe machen, dann ist sind diese Kosten gleich multipliziert mit 200, das ist mir schon klar. Gut, erschwerende Bedingungen eben, es gibt zahlreiche Beutetypen, jedoch nicht alle sind überall optimal. Das muss man sagen. Auch nicht jeder, was für den einen, was technisch optimal ist, muss jetzt nicht biologisch optimal sein und so weiter. Das heißt, da muss man irgendwo eine gute Balance finden und weil so eine große Variabilität da ist, hat auch jeder von Ihnen die eigene Philosophie, die auf Beobachtungen beruht, auf Erfahrung beruht und dann bleibt man dabei, weil es gut funktioniert. Das ist ja die Idee. Was Sie hier sehen, ist unten von Januar bis Oktober und dieses hier aufgetragen ist die Tageszeit von 0 bis 24 Uhr, 23:59 und die Farbe, das ist die dritte Dimension, ist die Temperatur. Und da können wir hier also über den Jahresverlauf sehen, wie sich die Temperatur, also über den Jahresverlauf und über den Tagesverlauf ändert. Und dann sieht man hier, je gecheckter das ist, das Ganze, umso stabiler muss thermisch die Behausung sein, dass da drin nicht der Regulationswahnsinn ausbricht sozusagen. Das heißt, hier zum Beispiel an dieser Stelle schon im Jänner so einen Wärmeeinbruch, also einen Wärmepuls sehen. Oder auch hier manchmal bis in den Mai hier so ein Kälteeinbruch. Ne? Und das sind die typischen Genickbrecher. Ne? Diese Wärmeeinbrüche könnten ein falsches Signal setzen und ein Kälteeinbruch ist einfach Mist, das kennt jeder, was passieren kann, dass da Völker sterben. Ne? Tagestemperatur von der mittleren Tagestemperatur und mittleren Nachttemperatur, 8 bis 18 und 18 bis 8 Uhr anschauen, hier in Innsbruck. Hier im Vergleich dazu sind zum Beispiel Daten von 10 bis 14 Uhr. Das hier oben in grün ist die Temperatur in der Beute. Und hier haben wir Santiago de Compostela. Das sind Daten, die sind in Kooperation mit dem Peter Helm, einem Physiker in Deutschland gemacht worden. Ist ein Freund von dem Peter Linzer, den Sie gestern gehört haben. Und dass hier Santiago de Compostela dabei ist, ist halt nur das Vergleich, vom Vergleich her und weil der Peter halt zufällig dorthin gereist ist, glaube ich, dass deswegen diese Daten hier auch drin sind, genauso wie von Bilbao. Aber was man hier sehen, wenn ich jetzt hier so schnell hin und her schalte, ist, dass diese Regionen thermisch unterschiedlich sind. Ne? Und da muss man sich die Frage stellen, welchen Herausforderungen mussten sich Bienen stellen, also
also heute sozusagen, wo sie in diesen artifiziellen Beuten sind, die kulturoptimiert sind, und zwar, oder sagen wir so, die Ökonomie optimiert sind und von der Kultur her für die Biene ein akzeptabler Kompromiss sind, oftmals. Und da kann es zum Beispiel in besonders kalten Gebieten sinnvoll sein, Wärmedämmungs- oder Wärmeunterstützungsmethoden in Betracht zu ziehen. Wissenschaftlern geschrieben wurde, um solche Zusammenhänge irgendwo deutlich zu machen. Das habe ich im letzten Jahr auch schon vorgestellt. Da gibt es ein schönes Buch, das heißt, nehmen wir an, eine Kuh ist eine Kugel. Eine typische Physiker-Aussage. Eine Kuh ist natürlich keine Kugel, sondern sie weicht von dem ab. Aber man kann natürlich mit diesem vereinfachten Modell viel leichter rechnen. Ne? Die Physiker können das, weil die finden Biologie ausgesprochen interessant, aber viel zu kompliziert. Was sich in sich bildet, ist, eine Kugel hat das ideale Oberflächenvolumenverhältnis. Das heißt, innen drin haben wir in Kubikzentimetern, außenrum in Quadratzentimetern, und jede Abweichung vom Pnö, so würde man lesen in der biologischen Literatur, heißt schlechteres Oberflächenvolumenverhältnis. Es gibt ja auch so Ideen, es gibt ja auch Bienenbeuten, die kugelförmig sind. Ich sage jetzt nicht, dass das gut ist, das muss ich beweisen sozusagen. Aber zumindest hat es das beste Oberflächenvolumenverhältnis. Das sehen wir hier, AV-Verhältnis 4,863. Und wenn wir nur hier so ein paar gerade Flächen einfügen, dann geht es schon gleich auf 5 hoch, ne? Weniger Flächen, noch höher, bis hin zu eckig 6. Ja, und jetzt gehen wir mal ganz kurz zu den Säugetieren, einfach weil es so nette Tierchen sind. Hier diese Etrusker-Spitzmaus hier oben. Das war vermutlich das kleinste Säugetier der Welt, kommt auch in den Alpen vor. Und wir haben es auch, der Alpenzoo hat nur Alpentiere, na, bis auf die Elche, das war mal so ein Geschenk vom schwedischen König, sind auch da. Das Tier ist so klein, und dann war gleich die Hypothese, ja, wenn das Tier so klein ist, dann muss das Tier einen irrwitzigen Energieverbrauch haben. Und das ist so. Wir haben also so Vibrationssensoren an diesen Gehegen gemacht und haben geschaut, wann sind die aktiv, und die sind eigentlich durchwegs aktiv. In der Nacht wachen die alle halbe Stunde auf und flitzen durch die Gegend. Und dieses Tier musste die sechsfache Masse an Nahrungsmitteln zu sich nehmen, was die eigene Körpermasse ist. Ne? Das ist unglaublich. Das Tier wiegt 2,5 Gramm und frisst 15 Gramm pro Tag. Und das hat ein mieses Oberflächenvolumenverhältnis, das Tier, weil es so klein ist. Ne? Und auch die sind in thermisch gut geschützten, stabilen Umgebungen, nämlich überwiegend unter der Erde, fressen auch überwiegend Insekten. Und wenn die nach draußen kommen, das ist für die eher feindlich, weil da sind Feinde da und da ist die Sonne da. Und das sind halt so Dinge, die sind so verhaltensgesteuert. Verhaltensgesteuerte Strategien haben ja Bienen auch. Ne? Wenn es denen innen drin zu warm ist, ne? Ja, was passiert denn? Dann sitzen sie alle auf dem Flugbrett außen und haben dann so, ist dann so ein Bienenbad sozusagen. Ne? Das sollte irgendwo dann schon so ein Signal sein, dass man vielleicht mal einen Schirm aufstellt oder so. Aber natürlich, die Bienen regulieren das eh alles, kostet ja nichts. Ne? Natürlich kostet das auch was. Und eine Biene beim Heizen hat ungefähr, im Verhältnis zu ihrer Masse, hat der Honig 12 Joule je Milligramm. Und eine Biene beim Heizen verbraucht also 117 Joule in 30 Minuten. Das kann in der Literatur auf und ab gehen, und das sind jetzt so Mittelwerte sozusagen. Ne? Und eine Biene wiegt rund 100 Milligramm, und Fliegen ist noch aufwendiger. Da kann es also bis zu 60 hinaufgehen. Ne? Und Heizen in der Bienenbeute oder im Bienenstock und Fliegen sind so ziemlich die aufwendigsten Aktivitäten. Und das heißt, natürliche Bienenhabitate wie Erde, Felsen, Baumhöhlen bieten starken Hitzeschutz, der dazu beiträgt, stabile Temperaturen über Tage oder Wochen hinweg zu halten. Das heißt, was schwierig ist und den Wirkungsgrad verschlechtert, ist Regulation gegen starke Schwankungen. Stabilität ist gut. Ja. Imker können diese natürlichen Bedingungen nachahmen, indem sie Materialien verwenden, die ähnliche Isoliereigenschaften bieten. Wenn sie das nicht tun, wird dann mehr reguliert, ne? Aber muss auch nicht unbedingt schlecht sein. Das ist jetzt so, man muss nur irgendwie wegkommen von dem, was man sagt, 15 mm Massivholz ist super gut. Ne? Funktioniert aber, ne? Ja, die Masse macht's. Ne?
Das Isolieren der Wände der Bienenbeutel mit Materialien wie Kork, Holzfasern, Steinwolle kann helfen, Temperaturschwankungen und Energieaufwand für die Thermoregulation zu reduzieren. Ja, also lesen Sie in ganz vielen, an ganz vielen Stellen. Isoliermaterialien hatte ich da schon mal ein paar erwähnt. Und hier sind auch ein paar Studien, in denen man das nachlesen kann. Leider nicht immer gratis. Bienenbeutendesign und Platzierung der Beuten. Ne? Auch das muss irgendwo überdacht werden. Wo stellt man sie hin oder stellt man sie immer an die gleiche Stelle? Ne? Welche Farbe haben sie und so weiter? Das sind alle Stellschrauben. Dieser Falter, dieser Totenkopffalter, ja eher schon fast tropisch ist und wir mittlerweile schon tropische invasive Arten hier haben, wie zum Beispiel die asiatische die japanische Buschmücke oder das Tinker-Moskito. Dann gibt es, ich habe vorhin gesagt, die Bauweise in Tirol sollte Massivbauweise sein, Massen, thermische Massen. Wasser ist Grundlage des Lebens, so vermuten auch Astrobiologen, dass es unbedingt Wasser braucht, das Leben, so wie wir es kennen, entstehen kann. Und Wasser hat eine irrwitzig hohe Wärmekapazität. Ne? Und so kann zum Beispiel Honig, der einen gewissen Prozentsatz an Wasser hat, eine thermische Masse sein, die Stabilität bedeutet. Das bedeutet aber auch, dass die Bienen nach der Ernte thermisch besonders empfindlich sind, weil die Dämpfung fehlt. Man muss nur wissen, was dann passiert und warum es passiert. Also thermische Massen. Wachs ist auch eine thermische Masse, also sprich Fettsäuren haben auch eine hohe thermische Speicherkapazität. Haben wir hier so Mineralwolle beispielsweise, effektive Isolierung mit guten thermischen Eigenschaften, umweltfreundlicher als Polystyrol, allerdings möglicherweise teurer. Biomassebasierte Zellulose, Nanofasern, das sind jetzt nachhaltig, aber potenziell teurer. Leistung zeigt gleichmäßige Temperaturmuster und verbesserte Winterthermoregulation im Vergleich zu traditionellen Holzbienenbeuten. Dann haben wir hier noch expandiertes Polystyrol, EPS oder extrudiertes Polystyrol, XPS. Eigenschaften synthetischer Isolatoren mit guten thermischen Eigenschaften, kostengünstig und weit verbreitet. Bioökonomischer Gedanke, auch was die Nachhaltigkeit angeht. Was wir in diese komplexe Bilanzierung der Energie, wobei für die Imkerschaft die Energie bares Geld ist sozusagen, die irgendwo investiert wird. Und für die Bienen ist es Überleben oder nicht möglicherweise. Aber auch nachhaltig betrachtet für die Natur kann es einen Unterschied machen. Was für Parameter werden dort angetastet und was habe ich gefunden? Geometrie und Volumen der Bienenbeuten. Und ich meine, gibt es eine, gibt es zwei, gibt es drei? Wer kann mir, wie aus der Pistole geschossen, sagen, wie viele verschiedene Bienenbeutentypen es gibt? Ohne Ende. Ohne Ende, genau. Und dann gibt es noch die findige Imkerschaft, die anfängt zu modden, was ja gut ist. Gut, dann weitere Optimierung für das Management des Fluglochs. Das machen Bienen in der Natur ja automatisch. Ne? Ist aber auch etwas der Stellschraube, an der wir arbeiten können, weil damit natürlich so Dinge wie Diffusion, Konvektion beeinflusst wird. Und es gibt natürlich auch im Bienenbeutendesign etwas, wo das Flugloch nicht immer gerade, also wo es nicht immer gerade hineingeht, ne? Sondern da kommen dann auch so Dinge vor wie so eine kleine Senke da drin, so eine Eskimo-Schleuse und so Dinge, die man aus den Erfahrungen des menschlichen Ingenieurwesens lernen kann, von den Eskimos beispielsweise. Ne? Verbesserte Brutentwicklung, eine verbesserte Thermoregulation stellt sicher, dass die Brut eine stabile Temperatur hat. Und was für eine ordnungsgemäße Entwicklung der Larven entscheidend ist und die Stabilität führt zu höheren Überlebensraten. Energieeffizienz, effektive Temperaturregulation minimiert die Notwendigkeit für zusätzliche Heiz- oder Kühlaktivitäten und fällt dann auch positiv in der Bilanz auf. Und Krankheitsprävention, stabile Temperaturen, das ist so, was hat denn die Mama zu euch gesagt, wenn ihr nach draußen gegangen seid, ne, so gerade noch die Haare nass, Haare gewaschen, T-Shirt an nach draußen, du erkältest dich. Ne? Und wie oft ist es passiert? Ist jetzt einmal so, jetzt nicht sehr wissenschaftlich, was ich jetzt sage, aber natürlich, wenn wir unsere Temperatur abkühlen und Krankheitskeimen ausgesetzt sind, ist die Wahrscheinlichkeit
höher, dass wir uns infizieren. Verbesserte Temperaturregulation, der Thermoregulation verringert den Stress bei Bienen, insbesondere unter extremen Wetterbedingungen. Gesteigerte Produktivität. Bienen können mehr Energie für das Sammeln oder andere produktive Eigenschaften aufbringen. Und Anpassung an Umweltveränderungen. Verbesserte Thermoregulation hilft Kolonien, sich an unterschiedliche Umweltbedingungen besser anpassen zu können. Honigbienenkolonien bieten zahlreiche langfristige Vorteile, darunter verbesserte Brutentwicklung, Energieeffizienz, Krankheitsprävention, reduzierter Stress und Sterblichkeit, gesteigerte Produktivität und so weiter. Nicht gut oder wie auch immer, sondern Nachhaltigkeit ist natürlich auch irgendwo ein Aspekt. Und ähnlich diesem Energiegütesiegel von diesen Elektrogeräten oder dem Energieausweis bei Häusern könnte ein Energielabel ausschauen, ne? Was dann irgendwie so ähnlich inspiriert von diesem, von A bis G oder so, hier betrachtet werden. Und dann kann man auch sehen, bei schlecht gedämmten Beuten und bei gut gedämmten Beuten in der gleichen Klimaregion sozusagen, welchen Heizhonig-Jahresbedarf hat das Ganze. Ne?